Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und ich sitze heute bei einem sehr, sehr warmen Wetter im schönen München und ich spreche mit Professor Rudolf Mellinghoff. Hallo Herr Mellinghoff. Grüß Gott, Herr Ohrendorf. Vielen Dank für die Einladung hier in Ihr Büro. Sie hat es ziemlich weit rumgebracht, könnte man salopp sagen, von Karlsruhe über München nunmehr wieder an die Uni. Stimmt's? Ja, da kommen noch ein paar Stationen dazu. Nicht? Mhm. Im Rheinland geboren, in Westfalen studiert, in Heidelberg an der Uni gewesen, in Karlsruhe Mitarbeiter beim Verfassungsgericht, dann aufgebrochen in die neuen Bundesländer in Schwerin und in Greifswald, von da aus nach München, von da aus nach Karlsruhe und jetzt wieder München. Und wo war es am schönsten? Ach, das lässt sich schwer sagen. Man ist so ein bisschen entwurzelt. Also man kann nicht sagen, dass man wirklich eine Heimat hat, wo man jetzt zu Hause ist. Und jede Region hat ihre schönen und attraktiven Seiten. Sie haben in Münster studiert? Ja. Und sind dann relativ früh zum Finanz- und Steuerrecht sozusagen gekommen? Oder? Irgendwann habe ich mir gedacht, alleine sozusagen nur über den Büchern sitzen und studieren, das ist es nicht. Und dann bin ich damals an der Universität herumgegangen und habe mir eine Stelle als studentische Hilfskraft gesucht und landete bei Paul Kirchhoff am Institut für Steuerrecht. Und das war im Jahr 1976 und seit dieser Zeit widme ich mich dem Steuerrecht. War das Zufall? Ja und nein. Das Steuerrecht ist immer eine interessante Materie gewesen, aber wenn ich damals dort keine Stelle bekommen hätte und ich wäre sozusagen im Handelsrecht gelandet, dann hätte es auch das Handelsrecht sein können. Ja. Und Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, Sie haben nie so richtig als Anwalt gearbeitet. Sie waren dann ja auch relativ schnell Richter und dann in verschiedenen anderen Positionen tätig. Also im Grunde genommen hatte ich immer ein wesentliches Standbein natürlich die Justiz. Mhm. Ich bin von der Universität weg in die Justiz gegangen, habe dabei aber nie den Kontakt zur Universität verloren. Ich habe also mein ganzes Leben lang eigentlich Lehraufträge an Universitäten gehabt, ob das in Greifswald gewesen ist, ob das in Tübingen gewesen ist, über viele, viele Jahre einer Universität, die ich sehr schätze, die auch hochkompetente Lehrstühle im Steuerrecht hat. Und dann bin ich natürlich hier in meiner letzten beruflichen Station in München gelandet und da hat sich dann der Kontakt zur LMU sehr intensiv ergeben und da bin ich heute tätig. Und wie kam das, dass Sie in die Justiz gegangen sind und nicht gesagt haben, nur vielleicht gehe ich in eine Wirtschaftskanzlei, die es ja damals wahrscheinlich auch schon gab? Geld ist eigentlich nicht alles im Leben, sondern man muss auch ein bisschen sich überlegen, wofür brennt man, was macht man gerne. Und der große Vorteil in der Justiz ist, dass sie unabhängig sind. Und das ist nicht etwas, was man sozusagen in Arbeitszeiten, also dass man frei ist, die Arbeitszeiten zu wählen, sondern es ist eine Grundhaltung, es ist eine innere Einstellung. Ich weiß noch, in der Referendarausbildung hatte ich einen Anwalt, der immer so ein bisschen flapsig sagte, er sei ein Mietmaul. Ein Mietmaul? Ein Mietmaul. Natürlich, weil der Anwalt beauftragt wird, vom Mandanten dessen Interessen zu vertreten. Und das muss er dann. Und das muss er nach bestem Wissen und Gewissen und Können. Und natürlich ist es so, dass ein Anwalt und insbesondere die guten Anwälte auch immer dem Mandanten erklären, wie das Recht ist und wie man sich richtig verhält und was man machen kann. Und man gestaltet als Anwalt unglaublich viel. Das tun sie als Richter nicht. Aber es ist immer noch so, sie sind so ein bisschen abhängig vom Auftraggeber und sie müssen damit Geld verdienen. Das heißt, sie müssen auch Mandanten akquirieren. Wer das als Anwalt nicht kann, wer also nur esoterisch das reine Recht erklärt, der wird wirtschaftlich nicht überleben. Klar. Das war natürlich eine etwas flapsige und drastische Bemerkung. Ganz so schlimm ist das auch bei den Anwälten nicht, würde ich nie behaupten. Nicht? Aber ich muss ehrlich sagen, diese Unabhängigkeit, die Sie als Richter haben, ist einmal eine Unabhängigkeit im Beruf, in der beruflichen Tätigkeit, aber das ist auch etwas, was einen sehr im Leben prägt, weil man diese Unabhängigkeit lebt im Beruf und die überträgt sich dann auch in der privaten Sphäre.
und sie sind nicht abhängig von irgendwelchen Menschen. Hm. Das Wohl und Wehe und dass sie irgendwie noch einen Mandanten akquirieren müssen oder dass sie die Karriereleiter unbedingt nach oben schauen, nicht? Das spielt in der Justiz nicht so eine große Rolle. Viele, viele Richter brennen für ihren Job auch aus dem Grund, weil sie das entscheiden können, was sie wirklich für richtig halten. Interessante Perspektive, dahingehend, dass sich das auch aufs Privatleben überträgt. Das habe ich so noch nie gesehen, weil man ja dann doch häufig bei Anwältinnen und Anwälten auch merkt, naja gut, irgendwo so ein bisschen schwingt das immer mit, dass man auch Anwaltspersönlichkeit ist, und wenn man irgendwo sich dann auch kennenlernt, vielleicht in einem privaten Umfeld und so weiter, dann ist natürlich schon häufig auch im Hinterkopf, springt hier vielleicht irgendwie ein interessanter Kontakt bei raus. Da sind sie dann als Richter schon freier, ja, das also verstehe ich. Ich glaube, wer als Richter irgendwie klar, einen Kontakt sucht das, oder Mandanten oder Fälle sucht oder sowas, logisch. Das, die kommen von selber. Ja, ja. Und man ist ja auch nicht darauf angewiesen, dass die Fälle kommen, nicht? Ja. Man kann auch Richter sein ohne einen Fall. Ja. Gut, nach vielen Umwegen auch in den Norden sind Sie dann 2001 als Richter am Bundesverfassungsgericht gelandet, stimmt's? Ja. Mal so hinter den Vorhang blickend, jetzt vielleicht auch mit 20 Jahren, die ja verstrichen sind. Wie passiert das so ganz praktisch? Haben Sie irgendwann einen Anruf bekommen? Wird man entsprechend irgendwo zum Bewerbungsgespräch geladen? Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie müssen ja sehen, dass die Stellen der Richter des Bundesverfassungsgerichts politisch besetzt werden. Das ist ja nicht eine Sache, die irgendwo passiert. Aber gleichzeitig ist es so, dass es auch Vorgaben gibt. Da sind zunächst die Altersvorgaben. Also im Gesetz steht natürlich ein Mindestalter und ein Höchstalter. Aber 40 Jahre ist das Mindestalter, oder? Ja, aber das ist ja nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass diejenigen, die einen Richter wählen, auch wollen, dass man die volle Amtszeit ausübt, 12 Jahre. Das heißt, idealerweise Anfang, Mitte 50, dann können Sie nochmal aus dem Vollen schöpfen mit einer großen Berufserfahrung. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass alle Beteiligten darauf achten, dass eine hohe fachliche Kompetenz besteht. Denn auch wenn Sie vorgeschlagen werden von einer Partei oder von einem Parteienbündnis, ist es ja immer so, dass die erwarten, dass sie erfolgreich sind in der Position, die sie innerhalb des Gerichts vertreten. Mhm. Erfolgreich ist man nicht, wenn man die Hand aus irgendwelchen politischen Gründen hebt, dann lachen einen die anderen Verfassungsrichter eher aus. Erfolgreich ist man nur, wenn man mit einer ganz gediegenen juristischen Grundlage in die Beratungen und Verhandlungen geht und dort einfach auch kreativ, was zu einem guten Juristen gehört, eben punktet, weil man anerkannt wird mit seiner Meinung, weil man dich durchsetzen kann in einem Achtergremium, wo man ja, wenn man wirklich bestehen will, mindestens 4 andere auf seine Seite ziehen muss. Das Dritte ist, dass von den 16 Richtern 6 von den obersten Gerichtshöfen des Bundes kommen. Und dann spielt natürlich auch die politische Nähe, nicht die Parteizugehörigkeit, aber doch sozusagen der gesellschaftliche Kontext, in dem man steht, eine Rolle. Wobei ich auch nicht sagen würde, das Entscheidende ist nun, dass man fleißig immer für eine Partei gestimmt, gewählt und ihr zugearbeitet hat, sondern das ist eine Grundeinstellung im Leben. Wenn Sie das alles zusammennehmen, stellt sich schnell heraus, dass der Kreis derjenigen, die dann auch noch Verfassungsrecht können, also im Verfassungsrecht tätig geworden sind, dass der gar nicht so wahnsinnig groß ist. Mhm. Und dann gibt es eine Findungskommission. Früher war das relativ einfach. Da gab es ja 2 große Parteien, CDU und SPD, die jeweils dann vielleicht eine kleinere Partei mit unter ihre Fittiche nahmen. Und die haben dann im Hintergrund Gespräche geführt. 2/3 Mehrheit bedeutet, es müssen Kandidaten sein, die auch von der anderen Seite akzeptiert werden. Und das gewährleistet doch, dass aus meiner Sicht jedenfalls dort Persönlichkeiten hinkommen, die fachlich anerkannt sind, die auch kreativ sind, die auch in diesem Job bestehen können.
da gibt es natürlich stärkere, öffentlichkeitswirksamere Persönlichkeiten, andere Persönlichkeiten, die mehr im Hintergrund arbeiten. Aber ich sage Ihnen, dass manche derjenigen, die die Öffentlichkeit gar nicht so sehr kennt, im Senat einen sehr viel größeren Einfluss haben als diejenigen, die in der Öffentlichkeit eloquent bestimmte Dinge verkünden. Mhm. Nicht? Also aus meiner Zeit kann ich Ihnen nur sagen, Frau Osterloh, die ja das Steuerrecht lange Zeit betreut hat, die war in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht so präsent. Nicht? Aber eine ausgesprochen anerkannte Richterin im zweiten Senat, die auch sehr großen Einfluss auf die Entscheidung genommen hat. Und wie ich da hingekommen bin, nun ja, das war damals eine Richterstelle. Das heißt also, ich musste von den obersten Gerichtshöfen des Bundes kommen. Es war damals eine Stelle, die von der Union besetzt worden ist. Es ist kein Geheimnis, dass da eine gewisse Nähe besteht. Es spielte auch eine Rolle, dass ich in den neuen Bundesländern gewesen bin, dass noch nie ein Richter des Bundesfinanzhofs, der länger da gewesen war, am Bundesverfassungsgericht gewesen war. Und ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht gegeben. Da kamen also so ein paar Voraussetzungen zusammen und meine Examensnoten sind nun auch nicht gerade ausreichend gewesen. Also von daher hat sich das dann so ergeben. Aber es ist auch sehr, sehr, sehr viel Glück dabei. Ich hatte wirklich starke Mitkonkurrenten, die damals in der Diskussion waren. War das etwas, wahrscheinlich kann man, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber ich frage trotzdem, war das was, worauf Sie auch ein bisschen hingearbeitet haben? Nein. Nein. Also wenn mir jemand irgendwie in meinem Studium oder zu Beginn meiner richterlichen Karriere gesagt hätte, ich würde das mal werden, Richter des Bundesverfassungsgerichts, Präsident des Bundesfinanzhofs, hätte ich gesagt, also ist Quatsch. Ja. Nicht, ja, ja. Das können Sie nicht. Und es ist natürlich so, wenn Sie dann Ihre richterliche Tätigkeit ausüben, wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen sind, dann anerkannt werden in bestimmten justiziellen Kreisen und so, dann wächst langsam natürlich die Erkenntnis, dass Möglichkeiten bestehen. Aber wer darauf hinarbeitet, also ich kenne einige Personen, die meinten, sie gehörten unbedingt ans Bundesverfassungsgericht, sind da nie hingekommen, die dann todunglücklich waren. Nicht? Also ich habe zu Beginn meiner Richterkarriere mal beim Bundesverfassungsgericht einen Vortrag in einem Rotary-Club gehalten, wo ein über 80-jähriger Ordinarius fast weinerlich sagte, also dass dessen Tätigkeit ja kaum anerkannt würde und eigentlich wäre er damals vorgesehen für das Bundesverfassungsgericht und wäre es nicht geworden und wie furchtbar, das hat ihn sein ganzes Leben verfolgt. Es gehört Glück dazu. Die Konstellationen müssen stimmen. Die Tür steht einen Spalt breit offen und wenn Sie gerade das Glück haben, davor zu stehen und Leute Sie unterstützen und alle Ampeln auf grün stehen, dann werden Sie das. Aber Sie können das nie durch Arbeit erzwingen. Sie können Voraussetzungen schaffen, mehr nicht. Ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen natürlich auch was durchgelesen und habe festgestellt, dass Sie 2009 Berichterstatter bei der Wahlcomputerentscheidung waren am Bundesverfassungsgericht. Da würde ich ganz gerne noch kurz mit Ihnen drüber sprechen. Ja. Mich persönlich, also ich bin Jahrgang 87, bin so wahrscheinlich die erste Generation, die so richtig den Hype des Internets mitbekommen hat und alles muss digital sein und Digitalisierung, digitale Transformation überall, hat diese Entscheidung sehr beeindruckt, weil ich finde, dass sie am Ende des Tages auf einer technischen Ebene sehr viel Kompetenz gezeigt hat, dass es eben nicht absolut sicher geht und das 2009. Und auch noch heute hören wir ja diese Forderung immer wieder, warum machen wir das nicht alles digital, die Verwaltung muss sich digitalisieren und so weiter, dann machen wir doch Wahlen direkt mit. Wie haben Sie das damals erlebt, dieses Verfahren? Also das kam rein. Es war ein Bonner Beschwerdeführer, der dieses Verfahren anhängig machte. Und mir war völlig klar, das ist eine Grundlagenentscheidung für die Zukunft, die Sie dort zu treffen haben. Und wir haben in der Vorbereitungsphase natürlich auch erstmal den Blick in die Welt schweifen lassen, ob Indien, ob Mexiko, Länder, die lange eine Tradition von Computerwahlen hatten, auch Amerika,
natürlich damals noch mit Lochstreifen und Ähnlichem. Und dann merkte man sehr schnell, nun ja, da gibt es ein Problem. Und wir haben damals auch den Chaos Computer Club extra als Sachverständigen eingeladen. Wir haben uns so ein Wahlgerät, weiß ich noch, in meinem Zimmer hingestellt. Ich habe die Richter damals Probe wählen lassen. Das war sehr lustig, aber der Chaos Computer Club zeigte, wie man mit ganz wenigen Handgriffen das zu einem Schachspiel ummodieren konnte, welche Eingriffe da möglich sind. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht die digitale Entwicklung verhindern. Und wer die Entscheidung dahin gelesen hat, wir wollten keine Wahlcomputer, der hat sie nicht richtig gelesen. Nein, keineswegs. Ja. Sondern das, was wesentlich war, war, dass derjenige, der wählt, ein Vertrauen in den Wahlprozess hat und selber kontrollieren kann, ob seine Entscheidung, seine Stimme so verwertet wird, wie er sie abgegeben hat. Also da müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die schon damals möglich waren, die ein bisschen aufwendig waren, aber die möglich waren. Und dann muss ich Ihnen sagen, bin ich in der Folge, man verfolgt ja diese Entwicklung der Wahlcomputer weiter. Und relativ kurz nach unserer Entscheidung las man dann, dass der größte Wahlmaschinenhersteller der USA bekannt gegeben hatte, dass seine Maschine einen Computerrechenfehler hatte, der die Hälfte der Wahlergebnisse in den USA betroffen hat. Ja. Und sie lasen dann aus Venezuela, dass in den Wahlkreisen, wo typischerweise die Opposition große Fortschritte machte, merkwürdigerweise die Computerwahlen zu völlig disparaten anderen Ergebnissen führten, dass in Osteuropa der Einsatz von Computerwahlen auch merkwürdigerweise dazu führte, dass Stimmen abgegeben wurde von Verstorbenen und ich weiß nicht, nicht Geborenen oder ähnlich. Mhm. Also diese Merkwürdigkeiten, die sie da immer haben, und ich empfinde nach wie vor die Wahl als einen urdemokratischen Akt, in dem die Bevölkerung ja die Macht über sich selber an eine Regierung vergibt. Und wenn man da nicht sicher sein kann, dass wirklich die Stimmen der Bürger auch so ankommen und ausgewertet werden, wie das der Wähler will, dann ist das hochgefährlich. Mhm. Und da die Wahlen ja immer von den Regierungen selber organisiert werden, haben ja auch die Regierungen selber den einfachsten und leichtesten Zugriff auf die ganzen Software und die Computerwahlen. Und deswegen ist das für mich immer noch eine Entscheidung, die ich zu 100% verteidige. Ich bin auch persönlich sehr dankbar. Also wenn man auch mal den Blick heute in die Welt schweifen lässt, Richtung zum Beispiel USA, was dann ja allein schon der Vorwurf vermeintlich gefälschter Wahlen mit sich bringen kann, politisch gesehen, ist das natürlich ein Riesenrisiko. Und wenn man dann noch Wahlcomputer einsetzen würde in Deutschland, macht es das Ganze ja am Ende des Tages ja auch zumindest für die Breite der Bevölkerung schwerer nachvollziehbar. Ja, ja, so ist es. Gut, kleiner Sprung, weil ich die Station nicht auslassen kann. Sie waren anschließend Präsident des BFH. Ja. Da haben Sie, würde ich vermuten, weniger inhaltlich gearbeitet, weil ein Präsident eines obersten Gerichts vermutlich auch sehr viele andere Aufgaben wahrnimmt, oder? Er hat natürlich sehr viele andere Aufgaben. Ich habe aber auch immer dem Senat, dem 9. Senat vorgesessen, also mich auch fachlich immer mit Vermietung und Verpachtung, sonstigen Einkünften und Ähnlichem beschäftigt. Als Vorsitzender hatte ich einen glänzend besetzten Senat, der also wirklich mir viel Arbeit da auch abgenommen hat. Aber in der Materie muss man drin sein. Das ist keine Frage. Daneben ist es natürlich so, dass der Präsident einmal der Behörde im Bundesfinanzhof vorstellt, also die gesamte Verwaltung leitet, und als, ich würde mal sagen, als dritte Aufgabe, er repräsentiert die Gerichtsbarkeit. Mhm. Und alle drei Aufgaben wollen wahrgenommen werden, und da ist es natürlich immer so, dass man so ein bisschen jonglieren muss. Aber das ist schon eine spannende und interessante Tätigkeit, wenn man auch einen Sinn für Verwaltung und für Repräsentation hat. Hm. Gab es da ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Verfahren, wo Sie sich heute so sofort dran erinnern, was irgendwie total einprägsam war in der Zeit?
Also es gab natürlich eine ganze Reihe von Entscheidungen, aber diejenigen, wo ich sage, die auch in der Öffentlichkeit zu großen Diskussionen geführt hat, ist die Attac-Entscheidung, die ich nicht selber getroffen habe. Das hat der 5. Senat des Bundesfinanzhofs getroffen. Das ist auch eine Grundsatzfrage, nicht? Wie gehen wir mit der Gemeinnützigkeit in Deutschland um? Das ist im Übrigen ein Thema, was mich schon seit den 1980er Jahren beschäftigt. Man kann einerseits natürlich sagen, ist alles wunderbar, wir fördern alles und so ein bisschen geht ja der Zug der Zeit dahin, dass man alles fördern will. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass dieses Fördern auch immer ein Einsatz von Steuergeldern bedeutet. Das heißt, durch die Abzugsfähigkeit von Spenden und Beiträgen und Ähnlichem ist es natürlich so, dass immer der Staat partiell mitfinanziert. Und die wesentliche Frage hier ist auch so ein bisschen, wie ist das eigentlich mit den politischen Parteien? Nicht? Die politischen Parteien, die obliegen einem rigorosen Publikations- und Transparenzprinzip. Die müssen alles veröffentlichen, die müssen jede Großspende und vielen Personen geht das immer noch nicht weit genug. Es müsste noch eigentlich viel intensiver und viel schneller und viel öffentlicher sein. Und im Gemeinnützigkeitsbereich finden sie davon nichts. Und sie wissen nicht, woher das Geld kommt. Sie wissen nicht, wie viel die Geschäftsführer bekommen. Das ist alles sozusagen verdeckt, geheim, nicht? Und Ähnliches. Das muss man als Hintergrund einfach mit überlegen. Und natürlich ist es so, dass es viele gemeinnützige Betätigungen gibt, Naturschutz, soziale Belange, Kultur oder Ähnliches, die sehr unterstützt werden, auch von gemeinnützigen Organisationen. Aber in dem Moment, wo man dann in den allgemeinpolitischen Bereich geht, also allgemeinpolitisch tätig wird und sich auf diese Bühne begibt, da hat der 5. Senat gesagt, da müssen wir auch so eine gewisse Parallelität haben. Und wir müssen auch so ein bisschen eine Trennung haben zwischen der allgemeinpolitischen Betätigung, die eben dem Regime des Parteienrechts unterfällt, und der Gemeinnützigkeit, die staatlich gefördert wird. Attac ist nie verboten worden. Es ist nie gesagt worden, ihr dürft das nicht. Sondern das Einzige, was gesagt worden ist, die staatliche Finanzierung über den Weg der Gemeinnützigkeit sieht das Recht nicht vor. Und jetzt ist eine große Diskussion, erweitert man das oder erweitert man das nicht? Da bin ich relativ offen, man kann darüber diskutieren. Aber ich finde schon, man sollte sich sehr intensive Gedanken darüber machen, wie das mit den Transparenzvorschriften aussieht. Wo kommt das Geld her? Wo kommt das Geld für Fridays for Future her? Wer beeinflusst denn eigentlich diese Organisationen? Und wenn sie dann im sozialen Bereich, ich meine, ich erinnere nur mal an Feldmann in Frankfurt, nicht, wo ja seine Frau in einer gemeinnützigen Organisation ein sehr hohes Gehalt bekommen hat, oder da gab es in Berlin den Fall, wo ein Vorsitzender einer Stiftung, ich glaube, Ferrari oder Maserati durch die Gegend fuhr und Ähnliches. Also man muss ja sehen, das ist ja kein kleiner Markt, das ist ja ein Milliardenmarkt dieser gemeinnützigen Institutionen. Und man kann das alles ausweiten und so, aber ich finde, je mehr staatliches Geld auch mittelbar über Spenden da reingeht, desto intensiver muss die Kontrolle auch die Kontrolle der Öffentlichkeit sein. Das war meines Erachtens medial, jedenfalls von dem, was ich wahrgenommen habe in diesem Zusammenhang, nicht unbedingt so gut aufgearbeitet, dass man sagt, naja, da geht es wirklich um ein paralleles Vorgehen mit der Parteienfinanzierung mit den entsprechenden Transparenzgedanken im Hintergrund. Das war dann schon hier und da auch vielleicht ein bisschen ein politischer Grabenkampf, oder? Also das war jedenfalls, wurde so liebe berichtet, aber dann kam so eine Art Flashback und dann wurde das politisch aufgeheizt. Und ich weiß noch, Herr Prantl hat da ganz wüst in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Aber ich glaube, ob er die ganze Breite der Diskussion erfasst hat und sozusagen in seine Erwägung mit eingestellt hat, da bin ich mir nicht sicher. Wir lassen das mal so stehen. Die Debatte geht ja dann tatsächlich vielleicht noch ein kleines bisschen weiter. Ich finde, das ist eine wichtige Debatte, die geführt werden sollte, überhaupt über die Gemeinnützigkeit. Man muss sich ja auch mal fragen, Motorsport, Schachcomputerspiele,
ist das wirklich etwas, was der Staat finanziell fördern soll? Hm. Ich meine, die Frage muss man ja stellen. Nicht die Frage, ob man Computer spielt oder Motorsport fährt oder Schach spielt oder ähnliches, sondern die Frage ist, muss das der Staat unterstützen? Hm. Kann der Meinung sein, aber das sollte man politisch diskutieren. Schönes Thema. Gemeinnützigkeit ist ein ganz spannendes Thema. Im Übrigen heute auch gemeinnützige Unternehmen, Stiftungen und ähnliches, die natürlich auch dazu genutzt werden, Steuern zu sparen. Klar. Also Familienstiftungen, Unternehmensstiftungen. Gerade in Norddeutschland sehr beliebt. Ja, das ist auch eine Blüte erleben die momentan. Und die Diskussion im Steuerrecht über die Unternehmen mit gebundenem Vermögen, ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen verfolgt haben. Auch das ist eine Diskussion, das wird so immer negiert, aber wenn Sie wirklich mal dahinter gucken, geht es ja im Prinzip darum, dass sozusagen ein gewisses Vermögen abgeschirmt wird und dann bestimmte Ausschüttungen nur noch besteuert werden, aber dieses Vermögen selber nie Gegenstand der Besteuerung werden soll. Ne? Das ist dieses neue Vorhaben, das hatten wir tatsächlich auch hier im Podcast. Frau Professor Sanders ist da unter anderem auch mit dabei, glaube ich. Ne? Also und die hießen mal anders und jetzt haben die das mit gebundenem Vermögen genannt. Die hatten vorher noch einen anderen Namen. Also da empfehle ich Ihnen sehr, vielleicht mal mit Frau Weitermeier von der Bucerius Law School oder mit Herrn Hüttemann in Bonn zu sprechen. Herr Schön hier vom Max-Planck-Institut, die da eine sehr kritische Sichtweise haben. Es gibt natürlich auch andere Stimmen. Wir haben beim Institut Finanzen und Steuern da mal eine hochstreitige Veranstaltung zu gehabt. Auch ein großes Emotionsthema, nicht? Ja. Gut, was machen Sie jetzt heute? Was mache ich heute? Also eine meiner wesentlichen Tätigkeiten ist die Leitung des LMU Digitex. Des Zentrums für die Digitalisierung des Steuerrechts an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass nach meiner Pensionierung die LMU mir die Gelegenheit gegeben hat, weiter tätig zu sein. Ich habe Ihnen ja vorhin schon erzählt, ich bin immer den Universitäten verbunden gewesen. Und wenn man dann aus dem aktiven Dienst ausscheidet und man fühlt sich eigentlich noch nicht zu alt, sondern man möchte gerne noch etwas tun, dann sucht man sich tunlichst eine Tätigkeit, wo man seinem Nachfolger nicht ständig irgendwie noch in die Quere kommt. Und da ich mich schon lange für die Digitalisierung interessiert, schon auch in der Zeit als Präsident des Bundesfinanzhofs, damals ging das ja um die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs, fand ich das ein spannendes Thema. Mhm. Und es ist ein Thema, was ja die gesamte Juristerei umwälzen wird. Ja, absolut. Wir sind in einem großen Umwälzungsprozess. Ich würde sagen, wir sind ganz am Anfang eines großen Umwälzungsprozesses. Das hat auch was damit zu tun, dass junge Menschen dem sehr viel affiner, sehr viel offener gegenüberstehen als Personen, die vielleicht nur noch 4 oder 5 Jahre bis zum Ruhestand haben. Aber es ist ein spannendes Zukunftsthema. Und es ist eben so, dass die LMU mir das ermöglicht hat, ein fakultätsübergreifendes Institut, was insbesondere von der juristischen Fakultät und der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre getragen wird, aber auch das IFO-Institut gehört mit zu den Gründern, auch das Max-Planck-Institut für Steuerrecht gehört dazu. Und wir wollen im Schwerpunkt natürlich die juristischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Rechts und des Vollzugs des Steuerrechts bearbeiten und erforschen. Was sind da aktuelle Themen? Also es gibt ja sehr, sehr viele Themen in diesem Bereich, fast uferlos. Das fängt schon damit an, dass man beim Gesetzgebungsverfahren und bei der Gesetzgebung selber anfangen kann, nicht? Also das Bundesjustizministerium hat ja jetzt den digitalen Gesetzgebungsprozess in Angriff genommen, aber man muss natürlich auch die Frage stellen, wie kann man das Recht digital tauglich machen, dass es wirklich auch digital leicht vollzogen werden kann. Und wenn Sie das dann weitersehen,
dann geht es um die Steuererklärung zum Beispiel. Klar. Nicht? Da geht es ja um viele Fragestellungen auch der Datennutzung, der Datenverknüpfung, der Verwaltung dieser Daten und auch das BMF hat jetzt ein Forschungsinstitut mit anonymen Daten ins Leben gerufen. Dann gibt es den internationalen Datenaustausch. Das ist das Nächste. Dann kommen Sie sozusagen in die Veranlagung rein. Dann die digitale Betriebsprüfung. Es ist ja nicht mehr so, dass heute ein Betriebsprüfer in ein Unternehmen geht und sich dann die Aktenordner zieht und einzelne Rechnungen überprüft oder ähnliches, sondern die digitale Betriebsprüfung legt die digital übermittelten Daten aufgrund einer E-Bilanz oder ähnliches zur Verfügung und durchforstet die in Zukunft noch mehr mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Da stellen sich auch Fragen, auch juristische Fragen. Da wird der Steuerbescheid erlassen. Wir haben ja heute die absurde Situation noch, dass die Daten der Finanzverwaltung digital übermittelt werden, aber dann der Papierbescheid zurückkommt. Ja. Nicht? Also absurde Situation eigentlich. Mhm. Oder wenn Sie ein Unternehmen nehmen, was Gewerbesteuer in allen Städten und Regionen der Bundesrepublik zahlt. Da gibt es Unternehmen, die es tun müssen. Die bekommen dann 11.000 papierne Gewerbesteuerbescheide, die alle unterschiedlich aussehen, die man kaum einlesen kann. Mhm. Wenn Sie dann weitergehen in den Gerichtsprozess, der elektronische Rechtsverkehr, nicht? Auch mit vielen, vielen Fragen, die dort aufgeworfen sind, dann schauen Sie in die Unternehmen, wie verarbeiten die steuerlichen Daten? Es gibt heute, ich würde mal sagen, ungefähr 300 Computer-Software-Programme, die bereits auf digitaler Basis arbeiten. Für den Richter stellt sich dann später die Frage, wie kontrolliert er das? Was kontrolliert er eigentlich? Mhm. Kontrolliert er nur das Ergebnis? Kann er überhaupt die Rechenschritte überhaupt nachvollziehen? Oder auch Unterstützungsmaßnahmen oder Unterstützungssoftware. Wir kennen aus Amerika die Predictive Analysis, wo es ja darum geht, dass im Grunde genommen Prognosen schon auf KI-Grundlage entwickelt werden. Hochgefährlich, hochproblematisch. Ich erinnere nur mal an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu den Fluggastdaten, wo der Europäische Gerichtshof sehr deutliche Worte zu diesen Fragen gefunden hat. Also ein unendliches Feld, was Sie bearbeiten können. Und da ist es natürlich so, dass wir uns zunächst nur auf einige Schwerpunkte beschränken können. Das liegt auch daran, dass wir noch tatkräftige junge Wissenschaftler gerne mit hier an Bord hätten, die uns unterstützen, all diese Fragen zu beantworten. Also in dieser Deutlichkeit sagt das in diesem Podcast ja selten jemand. Insofern lassen Sie mich das aufgreifen. Was sollte man da mitbringen? Man sollte Grundkenntnisse des Steuerrechts mitbringen, weil das ist ja LMU Digitex, also es geht um Steuerrecht, also man muss schon so ein bisschen mal die Grundlagen des Steuerrechts kennengelernt haben und eine Begeisterung für Digitalisierung und eine Begeisterung für wissenschaftlich gründliches Arbeiten, dass man sich ein Thema vornimmt, das man durchleuchten will, wozu es ein bisschen Literatur gibt, aber wo man dann auf der Grundlage dessen, was man im Studium gelernt hat, mal ein neues Feld sich vornimmt und vielleicht einen Meilenstein setzt. Mhm. Und da sollte man nach dem ersten Examen oder kann man auch nach dem zweiten Examen stehen? Nach dem ersten, nach dem zweiten Examen ist völlig offen. Hier wird die Möglichkeit natürlich geboten, eine Promotion abzuschließen. Und ich sage Ihnen auch, ich lege großen Wert drauf, dass das innerhalb eines zeitlichen Rahmens stattfindet.
wenn man wissenschaftlich tätig wird, besteht ja manchmal die Gefahr, dass man sich tief eingräbt und immer tiefer bohrt. Und man stößt ja auch auf wunderbare Edelsteine und Fundstücke, je später man dann ist und je breiter der Horizont ist. Aber letztendlich ist es natürlich so, die Promotion ist der erste Stein wissenschaftlicher Arbeit, die man dann hinterher in vielen anderen Berufen auch einsetzen kann, weil man gelernt hat, vertieft sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, aber ist nicht die Habilitation, ist nicht das große Buch, wo Sie dann nachher als Professor sind. Das muss man ganz deutlich sagen. Und deswegen würde ich immer sagen, wer hierher kommt, da lege ich auch immer Wert drauf, das muss ein überschaubares Projekt sein, was in angemessener Zeit abgeschlossen ist. Das wäre eine angemessene Zeit? 2, 3 Jahre? Ich würde sagen, zwischen 2 und 3 Jahren. Mhm. 2 Jahre braucht man schon. Mhm. Nicht? Also wenn man was soli- Es gibt hervorragende Dissertationen, die in einem Jahr geschrieben worden sind. Das will ich nicht abschreiben. Aber es ist natürlich gerade im Steuerrecht die Verbindung zur Digitalisierung, bis man sich so ein bisschen reingearbeitet hat, das Thema gefunden hat. Und wenn man dann schreibt und sich einem Thema widmet, dann stellt man dann fest, naja, der Akzent könnte vielleicht doch ein bisschen anders sein. Und dann dürfen Sie eines nicht verkennen. Es gibt kein Gebiet, was sich so rasch wandelt wie die Digitalisierung. Es ist unglaublich. Klar. Nicht? Jeden Tag kriegen Sie eine neue Entwicklung und neue Vorstellungen und man kommt kaum hinterher. Insofern sollte man vielleicht auch einen zeitlichen Horizont sich selber stecken, der zumindest es unwahrscheinlicher macht, dass am Ende der Promotion das am Anfang Gedachte schon überholt ist. Das ist richtig, das liegt aber so ein bisschen natürlich auch an der Themenwahl. Da muss man schon gemeinsam ein bisschen gucken, was ist ein eher zeitloses Thema, eine Promotion, die sich, sagen wir mal, einem Augenblicksmoment widmet, der dann rasch vergeht, eine Sternschnuppe gibt es auch, aber würde ich nicht als ideal ansehen. Vielen Dank, Professor Mellinghoff. Das war sehr, sehr vielseitig. Ein leider vergleichsweise kurzer Ritt durch Ihre sehr vielseitige Vita. Aber ich glaube, wirklich spannend. Und wir verlinken natürlich in den Shownotes alles, was man so wissen muss, um hier bei Ihnen so ein bisschen andocken zu können, nenne ich es mal. Vielen Dank. Hat mich gefreut, das Gespräch zu führen. Und jeder, der zuhört und Lust hat, möge sich bei mir melden. Danke. Tschüss. Tschüss.